Hallo Freunde schlechten Geschmacks und willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Day of Billions mit eurem Clash Master. Ich bin weiterer bei unserer Kolonie, die wir das letzte Mal begonnen haben aufzubauen. Wir sind schon bei Tag 31, es ist schon 12. Und ich finde, wir sind noch nicht so richtig weit gekommen. Und deswegen machen wir jetzt auch am besten weiter. Wir haben ja beim letzten Mal einen Thanatos bekommen. Und es könnte sein, dass ich vielleicht doch lieber den hätte den anderen wählen sollen. Der uns jeweils auf Soldat, Scharfschütze und Jäger 30% mehr Leben gegeben hätte, aber wir haben jetzt das gewählt und damit müssen wir leben. Und weiter geht's. Ich werde jetzt versuchen, demnächst ein Steinmetz zu bauen, allerdings fehlen uns dafür noch die Arbeiter. Und dafür auch die Nahrung. Dafür haben wir uns ja das letzte Mal auch diesen Bereich hier geholt, damit wir weitere Farmen bauen können. Allerdings fehlt uns dafür natürlich auch das Gold. Und das ist immer ein bisschen wie ein Teufelskreislauf. Denn wenn man weitere Farmen baut, um Gold, Häuser auszurüsten, braucht man natürlich auch Gold. Und hier dieses Dorf, dieses Zombie-Dorf hier hinten stört mich immer noch, aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein dann später. Aber da schicken wir definitiv nicht den Thanatos hin. Das schaffen wir noch nicht. So, wir müssen mal ordentlich Strecken laufen. Hier ist anscheinend eine kleine Zombie. Aber dank unseren neuen Mauern ist das ja kein Problem. Und da oben ist es echt nicht. Greifen die noch an hier unten. Schießt die mal schneller weg, Soldat. Und hier kommen die noch. Ich liebe Zombies. Zombies sind wirklich meine Lieblingsgegner in allen Spielen. Die gibt es ja so gut wie überall, neben Orks. Orks und Zombies sind so die am weit verbreitetsten. Ja, da ist noch eine Mauer hin. Jetzt auch noch eine. Ah, wie weit sind wir mit uns? Wir brauchen ja noch Leute. Arbeiten, dafür fehlt uns wieder das Holz. Können wir hier oben vielleicht irgendwo einen effektiven Holzfäller hinsetzen? Nein, denn uns fehlen die Arbeiter. Typisch. Irgendwas wird immer. Und wenn es die Zeit ist. Ich möchte ja demnächst auch eine weitere Staffel von einem anderen Spiel anfangen. Und da sollt ihr mir dann mal schreiben in die Kommentare, was ich spielen soll. Das könnt ihr natürlich immer machen. Und die kommen wieder vom Norden. Da haben wir schon unsere Leute stehen. Das ist praktisch. Hier, ihr könnt mal weiter hier rangehen. Die holen wir hoch. Ja, ja, er hat nicht geschlafen. Er hat seine Augen ausgeruht. Kennen wir ja. Macht ihr da mal in der Schule, in Mathematik kann man es verstehen manchmal, in Deutsch auch. Ich habe sogar mal gehört, dass jemand in Sport eingeschlafen sein soll. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, was gehen soll, aber wenn es zu langweilig war. Können wir hier einmal. Hier. Let's put this awesome body to use. Stellung halten! Dann gehen die in Stellung halten. Dann bewegen die sich nicht weg, rennen nicht den Zombies hinterher und gehen gleich in Angriffsposition. Und müssen erst immer wieder, nicht immer erst neu laden oder so. Uns fehlen ja schon wieder die Arbeiter. Wo gehen die denn hin? Ach, da. Das dürfte jetzt auch kein Problem sein mit unserem Thanatos. Der fängt die ja recht viel weg.
Und Vorteil dabei ist ja auch irgendwie dann, dass wir Zombies von weiter weg anlocken und somit auch zum Teil die Karte klären. Strecker zu reparieren. Der steht hier. Ja, den kriegen wir nicht so schnell repariert. Das war schon. Waren ja recht weniger. Oder zumindest war es einfach zu klären mit unserem Titan. Nicht Titan, was rede ich da? Die Thanatos. Kleiner Unterschied. Ja, ist halt schon wieder etwas später. Ich nehme halt immer recht spät auf. War ich ja nicht der Einzige in dem Haus, wo ich lebe. Da muss man sich natürlich auch ein bisschen anpassen. Wer sich nicht anpassen kann, hat halt Pech. Aber jeder, der in Biologie halbwegs aufgepasst hat, dürfte das wissen. Das ist halt die natürliche Selektion. Und das wird immer Strom. Typisch. Wie gesagt, irgendwas wird immer. Noch 12 Arbeiter brauchen wir. Also noch 6 Zelte. Oder wir rüsten halt noch 6 Hütten auf. Also Zelte zu Hütten auf. Nicht machen, weil uns halt der Strom fehlt. Hoffen wir mal, dass wir nicht zu viele Zombies später haben, wenn die finale Welle kommt. Das könnte nämlich unangenehm werden, denn die kommen dann alle auf unser Hauptgip, also auf unsere Basis zu, und deswegen sollten wir auch bis dahin den Giganten weg haben. Aber bis jetzt sieht es halbwegs in Ordnung aus. Ihr könnt ja schon mal beginnen, hier das aufzuklären. Noch 2 weitere Scharfschützen dran. Man sollte nicht vergessen, die Truppen weiterhin auszubilden. Sonst kriegt man irgendwann einen Engpass bei den Truppen und das ist unschön, wie ich schon öfters mitgekriegt habe. Wir setzen mal hier einen Marktplatz hin. Der verkauft dann auch automatisch überschüssige Ressourcen. Ja, da könnten wir, aber es ist mir zu weit weg. Und hier sind die fleißig dabei, die Zombies aufzuräumen, das ist schön. Denn je weniger Zombies wir auf der Karte haben, desto einfacher wird es für uns. Und das wollen wir schließlich, dass es so einfach wie möglich wird. Allerdings sollte es schon einen gewissen Anspruch haben. Also es sollte am Ende nicht nur ein Zombie auf uns zukommen, sondern schon ein paar tausend, damit es auch spannend bleibt. Es soll ja auch einen anständigen Schwierigkeitsfaktor haben. Und das hat das Spiel definitiv. Schon wieder die Energie ausgegangen ist. Kaum zu glauben, dass man trotzdem fast ein Kraftwerk gebaut hat. Nein, die Energie ist wieder hin. Frag ich mich manchmal auch, wo die hingeht. Zombies, wenn wir die töten, bringen uns auch Punkte und am Ende des Spiels gibt es halt eine Punktbewertung für infizierte Kolonisten, für getötete Zombies. Verlorene Soldaten und sowas halt. Und da ist es schon recht gut, wenn man recht viele Zombies tötet. Umso mehr Punkte kriegt man halt, aber das hängt auch teilweise vom Score-Faktor ab.
Unser ist, glaube ich, bei 100%. Toll, jetzt haben wir unsere Fischer zerstört. Ich glaube, den reiße ich dann lieber doch ab. Aber naja, man kann sich ändern. Attention. Building completed. My rifle is sniper is ready. Und da sind zwei weitere Scharfschützen fertig geworden. Hoffen wir mal, dass das für den Abstand ausreichen wird. Allerdings, ich finde, wir sind recht langsam im Fortschritt. Und wir sind schon weiter im Fortschritt. Haben noch erstmal den Stern aufgebaut. Das wird noch ein bisschen dauern, ich sehe. Denn wir müssen eine weitere Mühle bauen. Und uns fehlt es weiterhin an Holz. Später wird es uns nie wieder an Holz fehlen. Da werden wir uns dann denken, ach du meine Güte, wo soll das ganze Holz hin? Aber davon sind wir noch sehr weit entfernt. Sollten wir aber erstmal auf 2000 Gold sparen. Ja, nur auf 1000 Gold. Das ist doch besser. Und halt auf die 30 Energie, also 20. Und dem mal helfen. Wenn wir das verlieren, ist es jetzt nicht allzu schlimm. Dann starten wir einfach eine neue Runde im dunklen Heidemoor, bis wir es geschafft haben. Und das Tolle ist ja hier bei der Williams auch, dass die Karten da immer anders ist, dass es eine zufallsgenerierte Karte ist. Das heißt, du wirst definitiv vorher nicht wissen, was du hast. Deswegen war unsere Karte auch am Anfang so relativ blöd, würde ich jetzt mal sagen. Obwohl, ihr geht ja nicht hier runter. Gold! Es ist natürlich immer schön, wenn man ein großes Goldeinkommen hat. Der Nachteil dabei ist aber dann, dass man auch entsprechend viele potenzielle Zombies bei sich in der Basis rumlaufen hat. Und das will man eigentlich vermeiden, dass da Zombies reinkommen. Und da kann man jetzt auch schon sehen bei uns gut, was passiert, wenn hier ein Zombie reinkommt. Hier ist es noch nicht so schlimm, hier könnten wir es nämlich noch aufhalten. Aber wenn hier ein Zombie durchbricht, oder hier, oder schon mal hier oben, oder kam schon hier unten, dann kommt der Zombie hier hin, befällt das Gebäude, alle Einwohner, die hier drin sind, also die 8 Kolonisten, werden Zombies, und dann geht das halt durch die ganze Kolonie, und dann greifen die die Kommandozentrale an. Und wenn die Kommandozentrale infiziert haben, hast du halt verloren. Und das versucht man halt im ganzen Spiel zu verhindern. Wir können mal Zombies hier angehen. Und wir können unseren Stein jetzt bauen, den platziere ich hier. Und wir haben weitere Veteranen gekriegt, das ist doch immer schön. Und praktisch. Es fehlt uns schon wieder ein Einwohner. Wir werden wahrscheinlich demnächst uns hier so oder vielleicht auch hier so einen Bereich abschneiden. Wo wir dann einfach Häuser hinklatschen. Ich glaube am besten hier hin. Also hier so. Können auch mal Ressourcen verkaufen. Um schnell an Gold zu kommen. Bringt allerdings nicht so viel. Dafür ist es um einiges teurer, Ressourcen zu kaufen. You are gonna pay me for this, right? Gut, dann beginnt doch mal. Jetzt beginnen wir mal hier auszubauen. Und wir schicken euch hier hin. Und
das dürfte auch bald wieder ruiniert sein. Kannst auch nicht abreißen, ja. Und da seht ihr, da ist auch ein Zombie gleich rausgekommen. Das heißt, selbst bei Blaupausen kommen Zombies raus und das ist ätzend. Und was haben wir hier? Ein kleiner Bus, das ist gut. Und hier könnten, hier könnten Nahrungskisten. Plus 20 Nahrung. Das ist gut für uns, auch wenn Energie praktischer gewesen wäre. Aber Nahrung nehme ich halt auch gerne. Und das holst du dir mal. Hauptsache, die nähern sich nicht zu stark. Giganten, denn dafür sind wir noch definitiv nicht stark genug mit unseren paar Scharfschützen, die wir haben. Wir sollten ja versuchen, den Giganten nicht näher an unsere Basis heranzulocken, als nötig ist, denn das wird definitiv ungemütlich. Und das könnten wir dann auch verlieren. Der kann Holzmauer mit 2-3 Schlägen eigentlich fertig machen. Sniper is ready. Und uns sind schon wieder die Einwohner ausgegangen, also die Arbeiter zumindest. Wir müssen ja auch bald, ja, wir kriegen auch bald unseren nächsten Bürgermeister. Attention. Building completed. Wir können dann gleich mal dahin gehen. Der fertig ausgebildet ist, der letzte Scharfschütze. Derweil platzieren wir hier schon mal ein Türmchen. Dann gehst du hier hin, den einen Zombie erledigen. Hier geht man hier hin. Und dafür reicht das Holz nicht. Ihr seht halt, was ich meine, dass man Ressourcen wirklich braucht am Anfang, vor allem Holz, und sich das dann später halt legen wird, aber dann werden wir Stein brauchen, was wir jetzt halt definitiv nicht brauchen. Im Westen, das ist scheiße. Ganz ehrlich. Du kommst mal hier runter. Und uns fehlt das Holz! Und ich komme ja auch vom richtigen Westen. Nein, ich komme nicht von hier. Alles hier rüber, schnell! Rüber! Rüber! Wir sind ja noch gar nicht mal so stark aufgebaut. Können wir noch eine Balliste bauen? Nein! Da fühlen uns bitte die Arbeiter. Toll. Der funktioniert wenigstens. Ach, da sind die Arbeiter hingegangen. Geht da hoch! Nein, 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 nein! Beeilt euch! Scheiße! Das muss ich jetzt sagen, tut mir leid, aber... Nein! Das darf doch nicht wahr sein! Schieß! Macht sie fertig! Das läuft nicht gut. Das meine ich halt. Das ist mies, wenn sowas passiert. Und hier haben wir auch schon das eingebissen. Schieß die ja weg! Mach sie kalt! Gut so. Nochmal. Who do you want me to punish? Bullseye.
Gut, das haben wir gerade mal noch geschafft. Das war sehr knapp. Aber da hat uns der Thanatos mal wieder den Hintern gerettet. Das kann man wirklich jetzt so sagen, er hat uns den Hintern gerettet. Hätten wir den jetzt nicht gehabt, wäre es aus gewesen mit unserer schönen Kolonie. Können wir dann Zombies jagen. Jetzt kommt ja demnächst keine Welle mehr so schnell. Und wir haben viel Gold über. Das lohnt sich mal, die Steine zu erforschen. Und da ist nichts gut. Halt, natürlich. Hier oben vielleicht noch, ja, wenn ich mal gucken, ob man das einen hinbauen kann. Attention. Building completed. Wir werden uns demnächst mal auch um was war das denn? Also wir werden uns demnächst mal auch um dieses Dorf hier kümmern, um die Zombie-Stadt. Bis jetzt haben wir nur einen entdeckt und ich hoffe doch, dass es auch nicht mehr werden. Weil das sind auch so kleine Spawnpunkte für Zombies. Und erforschen wir die Steinhäuser, das heißt, wir können jetzt die Mauern auf Stein ausbauen. Das ist ein langwieriger und teurer Prozess, also wirklich. Das kann wirklich ein bisschen dauern. They are attacking the colony defenses. Sollten wir mal hier hinten. Sniper is ready. Das ist aufrüsten. Uns wird jetzt ein Stein. Ihr macht mal hier Stopp dann. Und holen zwar den Thanatos her. Beginnen wir jetzt hier schon mal gleich mit Stein zu bauen. Damit es nicht wieder so ein Malheur passiert wie vorher. Das ist, war wirklich ein blödes Malheur. Ja, ja. Los, kommt damit euch. Das brauchen wir mit runter. Wir brauchen die geballte Feuerkraft, wenn es geht. Jetzt haben wir ein Problem. Denn ich sehe gerade, wir haben weder Arbeiter noch Energie. Das heißt, wir werden mal kurzzeitig zwei Gebäude stilllegen müssen. Das heißt, dich, Linie still und dich. Stop staring at my muscles. Jetzt können wir auch gleich eine Windmühle bauen. Wir werden demnächst das Kraftwerk erforschen, das bringt uns, wie wir sehen, tatsächlich Energie. Kostet uns leider aber auch 10 Holz. Also ich glaube, ich werde wahrscheinlich eher bei den Windmühlen bleiben.
Wir sollten jetzt aber auch erstmal die ganzen Zombies hier wegmachen, bevor wir uns um den Großen kümmern. Vorteil bis jetzt, der Große kommt nicht näher. Und das sollte auch erstmal so bleiben. Und ich sehe gerade, die Folge ist zu Ende. Damit verabschiede ich mich und denkt dran, Feedback dalassen, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr auch immer mitkriegt, wann ein neues Video rauskommt. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, They Are Billions mit eurem Clashmaster. Auf Wiedersehen.